Pünktlich zur FIS-Alpinen Ski-WM in Schladming ist es soweit. Schnee, wohin das Auge reicht. Die Straßenverhältnisse machen klar, wer Quattro fährt, ist klar im Vorteil. Ideales Terrain, um Besuchern und Teilnehmern der Wettkämpfe die Audi-Modelle mit Quattro-Antrieb zu präsentieren. Wie schon bei den vergangenen Skiweltmeisterschaften ist die Ingolstädter Automarke auch diesmal wieder als Presenting-Sponsor mit dabei. Und stellt Schladming für 2 Wochen unter das Motto Home of Quattro. Ob auf dem Ortsschild, mit riesigen Leuchtbuchstaben direkt neben der Rennstrecke, mit einem großen Shuttle-Fuhrpark oder zahlreichen weiteren Attraktionen. Audi macht klar, das österreichische Städtchen in der Steiermark wird für 2 Wochen zur Heimat des Quattro. Schließlich sind Eis und Schnee auf den Bergstraßen an der Tagesordnung. Das ist genau das Terrain, auf dem sich Autos mit dem permanenten Allradantrieb Quattro wohlfühlen. Hier können sie ihre Überlegenheit ausspielen. Das Prinzip Quattro ist ebenso einfach wie faszinierend. Die Antriebskraft wird permanent auf alle 4 Räder verteilt. Das Ergebnis? Mehr Traktion, mehr Stabilität, mehr Fahrspaß. So sind natürlich auch Shuttle-Autos wie der Audi Q5 in Schladming mit Quattro-Antrieb ausgestattet, damit die Ski-WM nicht zur Rutschpartie wird.